Ich erkenne das Zeichen auf dieser Seite. Ich glaube, es gehört zu dem Wort Illuvian. Ähnlich. Die Einbände haben denselben Stil, aber die Schrift ist anders. Das ist doch eine Bibliothek. Vielleicht hilft uns ein anderes Buch bei der Übersetzung. Wie kommt ein Hund hier rein? Und was macht ihr da? Seid vorsichtig! Ihr biegt das Buch zu weit durch. Der Einband wird reißen und sämtliche Seiten werden herausfallen. Mir wird schon schwindelig, wenn ich nur daran denke. Ich habe es schon benutzt, aber ich kenne es nicht auswendig. Ihr seht euch das Kapitel über die Illuvien an? Aber ihr wisst schon, dass nie jemand einen gefunden hat, oder? Ihr wisst, was Illuvien bedeutet? Es ist ein altes elfisches Wort für sehendes Glas. Ein Spiegel. Ein Illuvian ist nicht nur irgendein Spiegel. Er ist etwas Besonderes. Als das Reich Arlathan gebrandschatzt hat, haben die Magister diese Spiegel mitgenommen und versucht, ihre Macht freizusetzen. Aber sie konnten sie nur verwenden, um über große Distanzen hinweg miteinander zu kommunizieren. Nun ja, niemand hat jemals einen solchen Spiegel gesehen. Soweit wir wissen, könnte das Reich von Tevinter sie auch einfach erfunden haben. Meine Leute sind vor nicht allzu langer Zeit einem anderen Clan der Dalish begegnet. Zwei seiner jungen Jäger hatten in irgendwelchen Ruinen einen merkwürdigen Spiegel entdeckt. Einer von ihnen ist verschwunden. Die andere wurde todkrank. Der eine wurde niemals gefunden. Der andere starb. Der Clan hat Ferelden anschließend verlassen und ist in den Norden gezogen, um seine Trauer zu vergessen. Er wurde zerbrochen, zerstört. Warum? Er war von der dunklen Brut verdorben. Und es gab keine Hoffnung, ihn reinigen zu können. Sie haben es getan, um andere zu schützen. Selbst wenn er beschädigt ist, könnte man mit ihm die anderen finden. Nein, ganz langsam, Finn. Du musst dir sicher sein. Was ist? Was wisst ihr? Das ist alles so aufregend. Wir müssen ins Repositorium. Hedley hat den Schlüssel. Kommt schon. Seht mal, Finn, er hat mir eine Blume gebracht. Wie aufmerksam. Sie ist wunderschön. Ein bisschen angesabbert, aber wunderschön. Vielleicht solltet ihr ihm sagen, er soll euch eine... Das würde uns eine Menge Ärger ersparen. Hedley! Genau der Mann, nach dem ich gesucht habe. Dann habt ihr wohl nicht besonders intensiv gesucht, nehme ich an. Ich bin immer hier. Also ich, muss ins Repositorium. Nein. Nein? Und warum nicht? Ich bin nicht irgendein unbeholfener Schüler.
Es liegt an mir, richtig? Nein. Die Wächter sind in letzter Zeit unberechenbar. Deshalb bleibt das Repositorium zur Sicherheit aller verschlossen. Oh, na dann, entschuldigt, dass ich euch belästigt habe. Ich möchte natürlich, dass das Problem gelöst wird, aber ich würde euch nur ungern in Gefahr bringen. Das Repositorium wird für die alltäglichen Abläufe im Zirkel nicht unbedingt gebraucht. Deshalb haben wir es vorerst versiegelt, bis wir mehr Männer entbehren können. Ach. Nun gut, es ist euer Leben. Aber bevor ihr dort hinuntergeht, was gibt es dort Wichtiges? Die Statue. Sie weiß einige Dinge über Tevinter und ich muss mit ihr sprechen. In Ordnung. Seid vorsichtig und richtet so wenig Chaos wie möglich an. Wisst ihr eigentlich, dass es ein Zeichen für Wahnsinn ist, sich mit unbelebten Objekten zu unterhalten? Nicht, wenn sie auch mit einem sprechen. Ihr denkt, diese Statue spricht mit euch? Es ist kompliziert. Sie war nicht immer eine Statue. Ihr werdet schon sehen. Risse im Schleier kümmern. Hier wurden einst die Phylakterien der Schüler aufbewahrt. Aber sie wurden an einen sicheren Ort geschafft. Jetzt wissen wir nicht einmal mehr, wo sie sind. Sie spricht tatsächlich. Hallo? Der Schatten wird alles verzehren. Irgendetwas beunruhigt sie. Vermutlich die Risse im Schleier. Wenn wir den Schleier nicht reparieren, ist die Statue nutzlos. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst?